Ja, hallo Freunde, heute ist der Dienstag und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man den Rasen bearbeiten kann, damit er im Sommer auch schön satt grün ist. Als erstes habe ich Dünger geholt aus dem Ofen. Ha, genau, das ist hier der Rest, wer schaut, von meinem Holz, was ich immer verbrenne. Ich habe einen Kamin und da ich ja ordentliches Holz reinwerfe, kann ich auch die Asche nehmen und damit meinen Rasen düngen. So, nun hat er aber gelitten im Winter und ist ganz schön welk geworden hier. Wenn ihr mal schauen möchtet, hier. So, und da habe ich jetzt ein schickes Gerät für. Das ist ein Gardena HP40. Und da kann ich nur Rasen mähen. Der kann nämlich auch lüften. Das heißt, der hat vorne so kleine Krallen dran und damit kann er so richtig schön dieses rausziehen hier so. Da, genau. So. Und als erstes werde ich jetzt die Asche verteilen und dann werde ich dieses Gerät durch den Garten schieben. Könnt ihr gerne dabei sein. Nicht so viel, aber kann ich noch nachdüngen. Ja, Hauptsache ich habe das mal alles da und dann kann ich das Gerät durch den Garten schieben jetzt und dann werden wir starten. So. So und geh mal weg. Geh weg hier. Dreimal push den Daten, okay. Aber wenn du auf der Stelle stehen bleibst, da kratzt der echt alles weg, bis zur Erde. So, jetzt mache ich noch den Rest vom Garten. Und dann kam gerade mein Nachbar und sagte, spitzt da rum oder was? Ich sage, nö. Ja, du musst da hin und her fahren. Ich sage, wie hin und her fahren? Ja, das muss so schwarz aussehen. Vor und zurück und dann noch mal quer. Ich sage, nee, echt jetzt? Kennen Sie da einer aus? Da ist ja bloß noch schwarz und keine Wiese mehr. Hm, naja, ich mach mal weiter. Das dauert. Aber eigentlich, ja, hab ich den grünen Daumen. Glaubt ihr nicht? Ja, schau mal. Mein Kirschbaum. Alter, den habe ich doch richtig geil verschnitten, oder?
Nachteil. Der Nachteil. Oh, so trockenen Hals. Muss man viel Wasser trinken. Mit Sprudel. Mhm. Ja, wie ihr seht, endlich fertig. Gut gemacht, ne? Habe ich einfach nur gut gemacht. Den Riesenhaufen an. Und dabei war es krass, ganz kurz. Hat er nur rausgekämmt, ne? Ja, ihr werdet fragen, warum macht der bekloppt ein Video beim Rasenmähen? Tja, es gehört einfach zu meiner Welt. Michas Welt, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann macht einen Daumen hoch und könnt auch einen Kommentar schreiben. Bis bald mal wieder. Macht's gut.